Herzlich willkommen zur kurzen Pause mit Petri. Heute aus der Petrikirche hier in Minden. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Bernhard Speller. Ich bin Gemeindepfarrer hier der evangelisch-reformierten Gemeinde. Und ich sitze hier zwischen Kanzel und Petri. Kurze Pause mit Petri. Wir wollen Sie in Zukunft an jedem Mittwoch dazu einladen, zu einer kurzen Pause mit einem Gedanken, einer Musik, einem schönen Weg, einem Bild. Lassen Sie sich überraschen. Verschiedene Leute aus unserer Gemeinde werden diese kurze Pause mit Ihnen machen wollen. Diese Kirche, dieses Modell zeigt unseren Kirchbau, wie er war, als er gebaut wurde vor etwa 280 Jahren. Damals noch ohne Turm. Ein großer Aufwand war das damals für die Gemeinde, die groß geworden war durch hinzuziehende Reformierte aus dem ganzen Land, aber dann auch durch Hugenotten aus Frankreich, die hierher kamen und auch reformiert waren, die zusammen hier dann diese Kirche bauten, um hier eine Heimat zu finden. Und so ist es ja auch für viele von uns, dass die eigene Kirche, die Heimatkirche etwas ganz Eigenes, Besonderes hat. Wenn man dort getauft, konfirmiert, getraut wurde, wenn man Schönes, aber auch Trauriges miteinander geteilt hat, dann verbindet man etwas mit diesem Gebäude. Wir wissen, Gebäude sind Gebäude, ersetzbar. Auch diese Kirche war damals schon die vierte Kirche der Gemeinde. Vorher waren es immer Provisorien gewesen. Ihr seid das Haus der lebendigen Steine, so heißt es im ersten Petrusbrief. Ihr, nicht das Gebäude selbst, sondern die Gemeinde, die Menschen, die sich zu einer Gemeinde zählen, die in ihr zusammenkommen, die voneinander wissen, die miteinander Kontakt haben, auch wenn sie, wie jetzt in dieser jüngsten Zeit, das Gebäude gar nicht betreten durften. Jetzt aber dürfen wir wieder Gottesdienste hier feiern, auch wenn ein gewisser Abstand noch vonnöten ist in dieser Corona-Zeit. Lassen Sie sich einladen zu den Gottesdiensten der kommenden Zeit, aber wir wollen eben auch lebendige Gemeinde sein ohne dies, denn die Kontakte untereinander, das Wissen, diese Menschen, die zu dieser Gemeinde gehören, gehören auch ohne dieses Gebäude zusammen, ist wichtig, denn wir sind das Haus der lebendigen Steine, machen die Gemeinde aus. Dort, wenn wir zusammenkommen, aber auch wenn wir einander besuchen, wenn wir einander sozusagen irgendwie helfen, wenn wir aufeinander bauen können, das heißt aufeinander zählen. Gerade in dieser Zeit zuletzt war es besonders wichtig. Jesus Christus ist der lebendige Stein, so heißt es auch in diesem ersten Petrusbrief. Wir können auf ihn bauen. Wir wissen, wie er mit Menschen umging, die ihn brauchten. Und er ist ein Vorbild. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus, so heißt es eben auch. Das ist uns gesagt und das ist gut, wenn wir zusammen auf dem Weg sind. Ich freue mich immer noch jeden Tag daran, in dieser Gemeinde zu sein, weil wir so ein schönes Gebäude haben, aber vor allem, weil ihr so tolle Menschen miteinander Gemeinde sind. Lebendige Steine, die seid ihr. Ich wünsche alles Gute. Lassen Sie sich einladen zur nächsten kurzen Pause mit Petri.